Die an einem Rahmen angreifenden Kräfte F1 bis F3 sind im Punkt P zusammenzufassen. Wie groß ist das resultierende Moment? Das wollen wir einmal ausrechnen. Wir fangen damit an, uns die Koordinatenachsen einzuzeichnen. Nach oben nehmen wir Y, nach rechts nehmen wir X. Unser Punkt P ist der Ursprung. Ich möchte einmal zeigen, wie man das mit dem Kreuzprodukt löst, und zwar insbesondere unter Anwendung der Sarrus-Regel. Und deswegen müssen unsere Vektoren dann auch noch um die dritte Koordinate ergänzt werden, obwohl wir hier ein ebenes Problem vor uns haben. Das heißt, wenn wir F1 einmal als Vektor schreiben, dann ist das in x-Richtung 2f, 0, 0, F2. Ist gleich in y-Richtung 2f, das heißt, es ist 0, 2f, 0 und f3 wirkt in x-Richtung und ist f, 0, 0. So, wir brauchen dazu jetzt auch noch die jeweiligen Ortsvektoren. Das heißt, es ist im Prinzip nichts anderes als diese Punkte, an denen die Kräfte angreifen. Wir nennen den hier R3, den hier R2 und den da oben nennen wir R1. So. R1 ist gleich, so was haben wir in x-Richtung, ist der 2a und in y-Richtung ist der 3a und z0. R2 ist in x-Richtung 2a, in y-Richtung a und z wieder 0. R3 ist in x-Richtung 0, in y-a und z0. So, das resultierende Moment über die Kreuzprodukte ergibt sich, also Summe der Momente, ist gleich Summe der Ortsvektoren mal Summe der Kraftvektoren. Wenn wir das hier nochmal haben, i gleich 1 bis 3. Das heißt, wir müssen jetzt für jede Kombination, also ne, für jedes Paar von Kraft- und Ortsvektor das Kreuzprodukt bilden. So, das heißt, wir können uns hier mal so eine kleine Schablone aufmalen mit dem Einheitsvektor ex, ey, ez. Und dann schreiben wir die erste Kombination für R1 ist 2a, 3a, 0 und F1 ist 2f, 0, 0. So, es ist ganz praktisch, sich das hier nochmal hinzuschreiben. 2a, 2f, beziehungsweise hier vorne kommt dann ez. 0, 0. Und dann bilden wir die Produkte. Einmal nach rechts ist 0. Das ist 0. Das ist wieder 0. Und nach links 0. Hier in Z-Richtung ist was los. In Z-Richtung ist minus 6fa. Hier müssen wir nach oben holen. Und x ist wieder nichts los. So, das heißt, das Moment 1, ich nenne es mal M1, ist gleich 0, 0, minus 6,
FA. Beziehungsweise das kopieren wir uns hier mal an die Seite. Damit wir das dann nachher zusammenrechnen können. Hier unten machen wir jetzt Platz. So, ich habe das jetzt hier mal ein bisschen geputzt. Und wir können den zweiten Ortsvektor eintragen. 2a, a, 0. Beziehungsweise hier wieder 2a und hier 0. Und F2 ist 0, 2F, 0. Also kommt hier bei EX auch wieder 0, beziehungsweise hier auch 0. Hier ein bisschen lang geraten mit meinen Strichen. So, dann fangen wir an mit der linken Richtung. Hier kommt 0 raus, da kommt auch 0 raus. Da kommt auch 0 raus. Also keine negativen Beiträge. Aber hier passiert was. In Z-Richtung ist es 4 FA. X ist 0, Y ist auch 0. So, das heißt, M2 ist gleich 0, 0, 4. FA. Jetzt putzen wir wieder den Platz für die nächste Berechnung. So, R3 ist 0, A, 0. Hier wieder 0, da wieder 0. Und dann F0, 0, F0, 0. So, also hier wieder F und da wieder 0. Und wir fangen wieder an mit links. Das ergibt 0. Das ergibt minus FA. Das ist 0. Hier ist 0. Da ist 0. Da ist 0. Das heißt also, M3 ist gleich 0, 0 minus FA. Und wenn ich jetzt sage, Summe der Momente ist gleich 0, 0 minus 6FA plus 0, 0, 4FA plus 0, 0 minus FA. Dann ist das gleich 0, 0 minus 3 FA. Das heißt also, wir haben um die Z-Achse drehend einen Moment von minus 3 FA. Und damit ist die Aufgabe gelöst.